Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß! Ganz viele Verbandskästen, die brauche ich gerade alle gar nicht. Scheiße! Hätte ich mir mal nicht so viele gekauft, ne? Dann hätte ich die jetzt alle besser verwerten können. Perfektion. So, dann waren wir jetzt überall, okay. Dann können wir jetzt wieder zurück. Alles klar. Nochmal, Medi-Station. Ich hab die ganze Zeit mit der Muni geschossen, merke ich gerade. Oh, was? Oh, ich bin so dumm. Ich hatte doch noch. Hatten wir nicht noch irgendwo eine verschlossene Tür? Hört sich an, als ob er wieder einen Tunnel einstürzt. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrotthaufen der Welt. Jo, was war das denn gerade? Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit für dich, an etwas Adam zu kommen. Von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas antut. Ist schon in Ordnung, Kumpel. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Dr. Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte tu ihm nicht weh. Hast du kein Herz? Tja, nette Predigt von dem skrupellosen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder etwa nicht? Hör gut zu, mein Junge. Ohne dass Adam das diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Wer soll überleben? Du, meine Frau und mein Kind? Oder diese Mini-Frankensteins von Tenenbaum? Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Was habe ich gerade bekommen? Entscheide dich, ob du Little Sister ausbeuten oder retten willst. Wenn du sie ausbeutest, erhältst du das maximale Adam, das für die Plasmide ausgeben kannst. Allerdings wird sie diese Prozedur nicht überleben. Wenn du sie rettest, erhältst du weniger Adam, dafür hat Tenenbaum dir für diesen Fall eine Belohnung versprochen. Ich würde sagen, wir retten sie, oder? Was wollen wir machen? Also ich wäre für retten. Ich weiß, ich hab... Doch. Ich wäre für retten. Die kleine Little Sister. Ich glaube, wir retten sie, ganz ehrlich. So, wir kriegen zwar nicht die komplette Dings. Ich hab keinen Plan, wie viel Adam, also was das Adam direkt bewirkt, wie viel Adam es uns bringt und was auch immer. Aber ich würde sagen, wir retten sie. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ja, wir retten sie. Nein! Danke, Mister. Danke. Der Weg der Gerechten ist nicht immer der einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Hab Geduld. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Soll ich dir helfen? Tenenbaum hält dich zum Narren. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Adam, wie du kriegen kannst. Wenn du wieder mal auf so einem Gatherers Garden Automat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zwei Plasmide mit. Aber natürlich nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Ich dachte mir die ganze Zeit, hä, woher kommt mir diese Stimme von dem Typen? Von Atlas so bekannt vor, ne? Das ist die Stimme, also von meinem Bekanntheitsgrad her, von
Dr. Foreman aus Dr. House. Diese kleinen Mädchen sind nicht nur echte Adam-Fabriken, sie sind auch nahezu unzerstörbar. Sie heilen ihre Wunden, indem sie mit Hilfe von Stammzellreserven neues Gewebe herstellen. Sie unterhalten eine symbiotische Beziehung zu den ihnen implantierten Schnecken. Wenn man die Schnecke entfernt, stirbt er. Okay, eine gerettet. Kommentare des... Wie du siehst, hat das nichts mit Mord zu tun, sagte Tenenbaum. Warte mal, wir... Okay, es nein. Es ist eher so, als würde man bei einem Koma-Patienten die Beatmung einstellen. So, einen Moment eben. Ich speichere mal. Und ich will mal gucken, ob wir, zurück zum Hauptmenü, genau, ob wir die gesammelten Regisseur-Kommentare hinter der Idee, Rapture zum Leben erweckt, ein Shooter in den Tiefen, du hast diese goldene noch nicht freigeschaltet, du kannst die Neptune's Bounty, nee, wir sind ja jetzt auch gerade noch nicht, okay, wir können sie uns also alle anhören. Wir sind im Medical Pavilion, okay. Ja gut, dann haben wir das gefunden. Würde ich mal meinen. Und können uns das immer wieder anhören. Oder? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Es wurde halt noch nicht oder? Wir können ja hier... Seht das jetzt, wir haben es gefunden, weil hier haben wir jetzt eine Little Sister gerettet. 80 Adam. Das brauchen wir nicht unbedingt. Maximale Gesundheit schon eher. Verbandskästen verleihen auch EVE. Verringert allen... Macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen außer dir angreifen. Aber ich würde halt dieses Gesundheitsupgrade eigentlich ganz gern holen. Aber die Körperpanzerung ist halt auch ganz... Warte, alle physischen Schäden. Heißt das auch Pistolenschüsse? Es ist ja auch... Klar, es ist ja physischer Schaden, ne? Aber wir kriegen einfach mehr Verteidigung. Verteidigung finde ich immer mega nice. Dann würde ich sagen, nehmen wir auch... Ja, komm. Oder nehmen wir Zorn? Zorn und Körperpanzerung oder Körperpanzerung Everlink? Ich glaube, also Körperpanzerung auf jeden Fall. Au. Ja, nehmen wir statische Ladung raus. Everlink. Ja. Komm. Nehmen wir das noch mit. Jetzt können wir eh nichts mehr kaufen. Schade, dass wir den nicht hacken können. Konnte ich nicht auch jetzt eigentlich hier... Warte mal. Okay. Aber bevor wir jetzt da weitergehen, da sollen wir ja weiter. Kann ich nochmal zurück? Ja. Weil wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Oh, wir können hier nicht wieder zurück, oder wie? Wir hatten doch nur noch einen Gang, wo uns ein Schlüssel fehlte, oder nicht? Das finde ich echt unfair. Ich wollte da noch lang. Na ja, gut, okay. Alles klar, dann gehen wir jetzt hier lang. Ach. Okay, jetzt sind wir hier. Aber wo war nochmal der Weg? Wo mir ein Schlüssel für fehlte. War das hier? Nee, oder? Hier war die Kamera, die jetzt für uns... Genau. Und da drin... Hier war das auch nicht. Hier war das auch nicht, aber hier ist im Automaten, ne? Ne, die kann ich nicht benutzen, okay. Aber da
Jahren hat man sie im Salzton. Oh. So. Wo war denn nochmal die Tür? Was, hab ich gar nicht durchsucht, oder wie? Doch. Okay, sah eben nur so aus. Alles klar. Wo war die Tür? War die... Ne, hier ist das Medi-Dings. Hier war das. War das hier hinten? Ja, klar, klar. Ja, hier, hier, hier. Aber... Nee, wir brauchen den Chompers Dental Office Schlüssel. Wo kriege ich den her? Wo kriege ich den her? Das wäre eigentlich mal ganz nice zu wissen. Weil ich würde halt doch schon ganz gern lang gehen. Aber ich komme da ja nicht lang. Weil ich habe keinen Schlüssel. So, hier war doch auch eben noch ein Gegner, oder nicht? Hey. Bye. Du bist nun soweit. Es ist Zeit für dich, es mit einem der Big Daddies aufzunehmen. Es wird kein Zucker schlecken, aber nur so kommst du an die Little Sisters ran und an das Adam, das sie bei sich tragen. Weil da vorne... vorne ist noch eine Little Sister und das, um das Adam von ihr zu erhalten, musst du zuerst um ihren Big Daddy kümmern. Boah, ist der schnell! Holy! Nein, ich kann mir nicht weiter... Wieso bin ich denn so langsam? Ah, danke. Oh, lol, ey. Nein, ich hab grad F gedrückt. Ja. Okay. Lol. Kann ich dem irgendwie ausweichen oder so? Wieso bin ich hier? Okay, ich kann also... Ich kann ihn ignorieren, bis ich ihn angreife. Alles klar, okay. Das ist gut zu wissen. Wann jetzt nochmal... Da war das. Kann ich dem irgendwie besser ausweichen oder so? Heilige Mama. Nee, Muni habe ich ja eigentlich noch genug, ne? Boah, ein Panzerbrecher, Muni, würde ich sagen. Habe ich aber nur zwei hierfür? Habe ich gar nichts. Ionischer Schrot. Für Pistole. Ja, ich habe nur Pistolen. Pistolenpanzerbrecher. Waffen. Ich brauche halt nochmal Medikits. Warum sind denn meine ganzen Medikits weg? Würde ich mich ganz gern noch einmal heilen? Habe ich ja gehackt, ne? Ja, genau. Wie mache ich denn den am besten? Oh. Really? Das Leben von ihm wird nicht gespeichert?
Na, ich meine, das wird gespeichert, was? Ist ja langweilig. Aber gut, ich glaube, sonst wäre es auch ein bisschen ätzend, wenn man die ganzen Medikits auch verliert. Würde ich mal denken. So, ich brauche aber noch die andere Little Sister. Ja. Ich brauche noch die dritte Little Sister, die zweite Little Sister. So, Medikit, schön. Stimmt, ich habe hier ein bisschen Stuff liegen lassen, sag ich mal. Okay, hier ist Vita Chamber. Wo ist der Boy? Ja, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Okay, wo ist die Kiste hin? Gut, dass wir so einen Bot haben, der uns hilft. Der ist ganz nice. Ja, wo ist denn jetzt die Little Sister hin? Sicherheitsalarm deaktiviert. Danke für Ihr Verständnis. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast es geschafft. Komm jetzt rüber nach Fort Neptune. Nee. Ich freue mich schon drauf, dir die Hand zu schütteln. Nee. Ich suche jetzt... Nee. Ich suche jetzt erst noch die Little Sister. Die muss hier irgendwo sein. Kann doch nicht sein, dass hier auf einmal welches. Ich muss die hier gleich noch irgendwo finden, oder nicht? Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryan's Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Irgendwo hier muss die Little Sister noch rumgimpen. Ich wüsste halt nur ganz gern wo. Wahrscheinlich eher irgendwo hier, oder? Irgendwo hier in irgendeiner Ecke oder so. Hier ist der Big Daddy. Little Sister! Wo bist du? Come out, wherever you are. Hey? Die muss hier doch irgendwo sein. höre ich hier gerade noch einen Big Daddy oder was ist das? Oder ist es meine Drohne? Hallo, ich muss die Little Sister doch hier irgendwo finden können, oder nicht? Die muss doch noch irgendwo hier sein. Oder bin ich jetzt doof? Ja, ich meine, bin ich, aber das ist ja egal. Hä? So, hier habe ich sie schon mal nirgends. Okay. Das ist nur so eine blöde Kuh. Sie wollen.
sie hier vielleicht? So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.